Einwählen, sofort. So gefällt mir das. Tahuti, wen habe ich in der Leitung? Und bitte den Fernsehton weg. Hier ist die Margaret. Ja. Ist der Fernsehton abgeschaltet? Ja, den Ton habe ich jetzt. So. Margit heißt du? Ich habe dich nämlich nicht verstanden, Margaret, weil ich... Ja. Margret, okay, weil ich den Fernsehen nämlich gehört habe. Ja. Und da habe ich dich nicht verstanden. Bitte, Liebes, was kann ich für dich tun? Ja, was kann ich für dich tun? Ich bin in einer Zwangslage. Ich habe einen Sohn, der hat ein Burnout-Syndrom überstanden und ist auch bei mir wieder in der Firma drin und habe auch mit einer Tochter, die in der Scheidung lebt. Ich kriege selbst keine Ruhe mehr mit mir selber, weiß auch nicht, wie ich das geschäftlich alles weitermachen soll. Mhm. Ich weiß nirgends mehr, wo ich ansetzen kann. Okay. Okay, bleib mal bei mir. Wenn du heute Nacht einschläfst und morgen nicht mehr aufwachst, wo bist du dann? Keine Ahnung. In der Freiheit, oder? Mag sein, ja. Ja? So, solange du darüber nachdenkst, kannst du nicht einschlafen. Korrekt? Ja, stimmt. Ja? So, wenn du jetzt versuchst, die Gedanken dahingehend abzustellen, findest du erstmal wieder zu dir zurück. Weil, egal, wenn du heute Nacht einschlafen würdest und morgen nicht mehr da wärst, dann wäre bei deiner Tochter immer noch die gleiche Situation und auch bei deinem Sohn. Aber du könntest dich um nichts mehr kümmern. Korrekt? Richtig. So, jetzt stell dir doch einfach mal vor, du bist gar nicht mehr in der Situation, sondern du stehst außen. Nehme ich mal meine Glöckchen und zeig dir das mal symbolisch. Tochter, Sohn, Firma und hier du. Wenn du in diesem Zustand bist, regelt sich das von alleine. Aber solange du da noch mitten drauf hockst, kann gar nichts passieren. Ja? Also, solange du hier sitzt, passiert nichts. Also, stelle den Zustand her, den ich dir gerade beschrieben habe, und stell dich nebenhin. Was passiert dann? Kann ich nicht folgen, das ist mein Problem. Ich weiß das, du brauchst Hilfe, ja? Weil du musst dich ausklinken können. Ja? Das ist das nächste Problem. Ich stehe noch voll in der Verantwortung drin und habe da keinen Aufsicht. Wenn du heute Nacht einschläfst und morgen nicht mehr aufwachst, hast du auch keine Verantwortung. Wenn du heute Nacht einschläfst und morgen nicht mehr aufwachst, dann stehen die auch alleine da, Firma, Sohn und Tochter. Verstehst du, was ich meine? Es ist wohl richtig, das hat ja nichts. Solange du versuchst, da aufzusitzen, wirst du keine Lösung finden. Du musst dich aus der Thematik rausnehmen, damit die Dinge geschehen können. Und zwar zum Wohle aller Beteiligten. Ja? Margret, das ist ganz, ganz wichtig. Wenn du schläfst, kriegst du auch nichts mit. Korrekt? Ja, das ist richtig. So, also, dein Sohn hat das Burnout, ist eine Ursache da. Da muss er selber gucken, wie er rauskommt. Deine Tochter muss aus ihrer Situation selber rauskommen. Ja, die ist auch fast draußen. So, aber und dann bleiben nur noch du und die Firma übrig. Also kümmere dich doch nicht um deinen Sohn und um deine Tochter, sondern kümmere dich nur um die Firma und um dich. Ja, was mache ich damit, wenn ich morgen nicht mehr kann? Wenn du heute Nacht einschläfst und morgen nicht mehr aufwachst, wer macht dann weiter? Die zwei, oder? Ja, wahrscheinlich, dann wird's verschlagen. Du verstehst? Ich kann aber jetzt in keine Hände geben und mich in, zurückziehen irgendwo hin, weil ich voll in der Verantwortung stehe. Nein, du stehst in keiner Verantwortung außer zu dir selber. Geh doch mal aus deiner Opferrolle raus. Wenn dich morgen der Bus überfährt, dann kümmert sich auch keiner drum, außer andere und nicht du. Das ist das, was ich dir versuche, klar darzumachen. Klink dich endlich aus, weil solange du mit dem Kopfkarussell beschäftigt bist damit, bleibst du in der Scheiße hängen und findest keine Lösung. Du kannst nur eine Lösung finden, wenn du dich nebenhin stellst. So wie eine Lebensberatung funktioniert. Ich kann nur beraten, wenn ich aus der Situation draußen stehe und nicht in der Situation drin bin.
Solange ich bewerte in der Situation, kann die Lebensberatung nicht funktionieren. Und du hängst in der Bewertungsschleife fest. Weil du viel zu viel denkst und viel zu viel Kopfkarussell fährst. Also jetzt hast du den Schlüssel dafür in der Hand und du brauchst auch eine fundierte Beratung diesbezüglich. Ich muss leider zum Ende kommen, weil wir sind am Ende der Sendezeit. Ist in Ordnung. Okay. Ich danke dir schön. Ich drück dich ganz fest und kling dich bitte aus. Ja. Okay? Danke. Gut. Toi, toi, toi. Tschüss.